schönen Tag. Auch wenn mir das Wetter manchmal zu Kopf steigt. Yeah, was ist schon dabei? Schnee, Sturm und Gewitter sind der letzte Schrei. Auf jeden Fall war es eine coole Nacht. Achtung Leute, aufgepasst. Von der Eifel bis nach Sachsen ist die Schneedecke gewachsen. Und auch heute am frühen Morgen macht Frau Holle sich noch Sorgen. Zwischen Hunsrück und den Alpen legt sie ihr Gesicht in Falten. Jo. Jo. Hey Leute, ich wollte nur mal fragen, wie lang sollen wir das noch ertragen? Das Wetter, Männer rappen, reimen, uns grinsend um die Beine schleimen, oft sogar tanzen oder singen oder beim Reden Bungee springen, dass sie bei warmen wie bei kalten Werten nie die Fresse halten. Könnt ihr nicht wie in früheren Tagen uns einfach nur das Wetter sagen? Yo. Dazu haben wir nämlich extra eine Lehrerin aus Neuseeland eingeladen. Und hier ist Sophia Ledlow. Herzlich willkommen. Wunderbar. So, eine starke Minute und Sie zu Hause machen mit. Achtung, fertig, los. Seid ihr bereit? Ja. Okay, Musik ab. Tief einatmen. Und aus, nochmal. Last time, tief einatmen. Super! Toll! Super! Liebe Zuschauer, das ist sie nun also, die neue Warm-up-Aerobic für Volksmusikshows. Wichtig vor allem bei Sendungen dieser Art. Allein schon um zu sehen, ob denn noch alle leben, bevor man anfängt. Und damit die dann nicht schon in der ersten Moderation von Caroline Reiber wieder einschlafen. Das hält jung, das macht fit und das bringt frischen Wind in die eingestaubte Volksmusik. Und praktisch sind sie auch noch, die Übungen. Das ist Stretching, das Bending, das Earshutting, das Eye-Closing, das Katheter-Changing. Und wenn man die alle schön vor und während der Sendung mitmacht, dann kann man es dadurch vielleicht sogar schaffen, dem totalen Brain-Killing und Stomach-Out-Pumping zu entgehen. Super! Doch nicht so schwer sein. Probier's und du wirst sehen. Fast alles kann geschehen. Meine Damen und Herren, das kann also passieren, wenn man in der Jugend zu viele Rod Stewart-Platten gehört hat. Man mutiert zwangsläufig zu einer Art Strubbelrocker mit Rübennase und fängt an, nur noch eng anliegende Schweinslederhosen mit Flatterhemden zu tragen. Dabei bin ich mir noch nicht mal ganz sicher, ob die restlichen Veränderungen physischer oder eher psychischer Natur sind. Zum Beispiel die große Geruchsknolle im Visagenzentrum. Hat die sich bei einer Überdosis Sailing von selbst verbreitert oder ist unser Freund als Kind einfach ein paar Mal zu oft vor den Schrank gelaufen? Sind die Haare so gewachsen oder lässt er sie sich von einem blinden, einarmigen Scherenschleifer schneiden, um das Friseurgeld für seine Gesangsstunden zu sparen? Und hält er das Mikrofon so schief, weil er einen Tennisarm vom Mantafahren hat oder aus Angst, es könne sich wehren? Keine Ahnung, aber ist mir auch eigentlich völlig egal. Jeder vierte Deutsche hat eine schlechte Durchblutung. Die Symptome? Schwindelgefühl,
Wadenschmerzen, kalte Hände und Füße, auffällige Vergesslichkeit. Wo sehen Sie, Herr Lichtwehr, als Hersteller von Naturarzneimitteln die Ursache dafür? Mit zunehmendem Alter verhärten unsere Blutgefäße. Grund ist die allgemeine Arterienverkalkung. Der Körper wird nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt. Wir wissen, hier hilft die tägliche Einnahme der Quai-Knoblauch-Dragees. Das stimmt. Unser Herr Lichtwehr zum Beispiel fühlt sich auch mit seinen stolzen 32 Jahren immer noch jung und aktiv. Und seit er durch die Knoblauchausdünstungen letztes Jahr seine Frau los wurde, geht es ihm sogar noch besser. Wir wissen, Knoblauchdragees schmecken nach Himbeer, verlangsamen den Prozess der Verkalkung, außer im Kopf, und schützen sie zudem wirksam gegen Vampire. Quai-Knoblauchdragees, erhältlich in Ihrer Apotheke. Natürlich auch als Zäpfchen. Die nehmen wir am liebsten. Frau Sieger aus Wallendam möchte wissen, ist das morgendliche Durchatmen an geöffnetem Fenster sinnvoll? Ja, nur dann, wenn das geöffnete Fenster natürlich nicht an einer verkehrsreichen Straße ist, wo sie dann mehr Gift einatmet als sonst. Aber sonst ist natürlich das Atmen sehr gut. Man muss es nur richtig machen. Viele atmen ja falsch. Man muss einfach beim Einatmen, muss man also die Gelegenheit wahrnehmen, dass viel Luft in den Körper kommt. Man muss also den Bauch rausstrecken und muss beim Ausatmen den Bauch einziehen, damit man die Luft, die alte verbrauchte Luft, rauspresst. Und es gibt eine sehr schöne Übung, wenn man sich hinstellt, die Hände in die Höhe hebt, einatmet und beim Ausatmen ausspricht Wuh oder Schwuh. Ja? Ja, und wenn Sie Glück haben und dabei noch etwas im Kreis tanzen, können Sie mit diesen Rufen im Sommer vielleicht sogar noch für etwas erfrischenden Regen sorgen. Oder den einen oder anderen brünftigen Greifvogel anlocken. Ansonsten vergessen Sie das Atmen nicht. Auch sonst, wenn Sie mal Zeit finden im Büro oder beim Minigolf, dann atmen Sie ruhig mal wieder. Das kann sehr angenehm sein. Und wenn Sie diese Übung am offenen Fenster machen sollten, dann seien Sie dabei aber vielleicht doch ein bisschen vorsichtig. Meine Nachbarn haben schon dreimal die Polizei gerufen. Und wenn Sie gegenüber eines Altenheims oder Kindergartens wohnen, dann machen Sie es vielleicht doch nicht ganz so laut oder ziehen Sie sich vorher doch lieber etwas an. Das kann Ihnen viele peinliche Fragen ersparen. Im Wasser gibt's nicht nur den Brocken, auch schöne Mädchen, da bist du von den Socken. Ja, die sind alle teuflisch hübsch, und selbst die Sachsen sagen eiferfisch. Die schönsten Hexen gibt's im Harz, mal sind sie blond, mal sind sie schwarz. Ja, von wegen, die schönsten Hexen gibt's im Harz. Ha! Ich meine, eigentlich stimmt das ja. Aber wenn der Brocken und ihr Brummer das singen, ne, dann glaubt uns das doch kein Schwein mehr. Man denkt womöglich noch, dass die zu uns gehören. Was für ein Quatsch! Dafür sind die doch viel zu blöd und sind doch immer bei der Führerscheinprüfung vom Besen gefallen. Nein, nein, nein. Wenn Sie es wirklich wissen wollen, die singenden Rollmops-Schwestern hier sind in Wirklichkeit zwei verzauberte Tümpelkröten. Sieht man ja auch irgendwie noch, ne? Und dazu verflucht, bis in alle Ewigkeit strunzdove Lieder zu singen. Außer, sie werden eines Tages freiwillig von einem Mann geküsst, der dadurch den Fluch besiegt. Aber so wie die aussehen, werden wir wohl noch einige Zeit das Singen ertragen müssen. Ach ja, mit dem Glück ist es so eine Sache. Manchmal liegt es so nah, man muss einfach nur zugreifen. Das Glück ist oft zum Greifen nah. Dachte sich auch Margot Hellwig, ging zur Norddeutschen Klassenlotterie und suchte sich nach 200 Jahren Doppelwopper-Jodeln mit Mutter Maria endlich einen neuen Partner. Und wirklich, sie hat sich intellektuell verbessert.
Du hast ja noch gar keinen Namen. Allerdings, schön, dass das mal jemand merkt. Keine Sorge, das machen wir schon. Wie wär's denn zum Beispiel mit Porky? Oh, du meinst wohl Porkus von Quiekenhof. Oder sollen wir dich vielleicht Ruby nennen? Yep, der Ruby rollt. Vielleicht aber auch ganz einfach Lucky. Auch nicht schlecht. Lucky und Lucky. Aber vielleicht hast du ja einen ganz persönlichen Wunsch. Ja, das zum Futtern. Bis ihr euch gereinigt habt, gehe ich schon mal in die Kantine. Ich glaube, da gibt's heute ganz saftige Schweinshaxen. Laut meinem Vertrag muss ich hier nur mit Vegetariern arbeiten. Und denkt an meinen Namen. Meine Damen und Herren, bitte vergessen Sie das mit dem Namen. Ich glaube, den brauchen wir gar nicht mehr. Höchstens noch für den Grabstein oder die Speisekarte. Obwohl ich denke, dass ganz einfach blödes Schwein für die dumme Sau immer noch das Passendste gewesen wäre. Wie auch immer, Schwamm drüber, der Vertrag mit unserem ferkeligen Freund ist ohnehin in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, wie man so schön sagt. Er arbeitet momentan an seiner neuen Karriere als Knackwurst und wir haben unsere Ruhe. Margot Hellwig, die singende Tombola-Niete im Trällerdirndl, werden wir allerdings leider noch eine Weile ertragen müssen. Insgesamt werden in den nächsten 6 Monaten bei der NKL mehr als 944 Millionen Mark ausgespielt. Das ist so viel Geld, dass mir das Herz klopft. 1 Million. Was glauben Sie, wie schön sowas auf Ihrem Kontoauszug aussieht? Spielen Sie mit bei der NKL. Denn Sie wissen ja, was sich ein jeder von uns wünscht. Ein Leben nur im Sonnenschein. Mit ein bisschen Glück und ein bisschen Schwein. Zum nächsten Mal. Ein Leben nur im Altenheim mit ein bisschen Glück und dem Entmündungsschein. Scheiße. Liebe Zuschauer, das war sie auch schon. Unsere kleine Schweinepest-Show mit Lottohexe Margot und dem Schnitzel im Smoking. Und wenn Sie meine Meinung wissen wollen, eine geniale Veranstaltung. Denn wahrscheinlich ist dies die einzige Sendung, in der die Norddeutsche Schweinekasse die Gewinnnummern bekannt gibt. Und wer die als Mitspieler einmal überstanden hat, der guckt das nie wieder und wird in Zukunft lieber auf seinen Gewinn verzichten. Hauptsache, er muss sich diesen Schwachsinn nicht noch einmal antun. Die erste Show, die dem Veranstalter Millionen spart. Wirklich verdammt clever. Natürlich bleibt das nicht ohne Folgen. Ich lege dann gern seine Formtage ein. Seine Form hilft mir, überflüssige Funde loszuwerden, ohne meine Energie zu verlieren. Wenn Sie auf gesunde Weise zu Ihrem Wohlfühlgewicht kommen wollen, fragen Sie nach dem seiner Form Ernährungssystem jetzt in Ihrer Apotheke. Und wenn Sie meine neue CD gekauft haben, holen Sie sich doch auch gleich noch ein paar Kopfschmerztabletten. Eigentlich wollte ich ja nie wieder etwas sagen über ausgedünnte Schunkelmusikanten, die Werbung für Diätprodukte machen. Da hat man immer ruckzuck eine Klage am Hals. Aber um Roberto mache ich mir doch schon fast ein bisschen Sorgen, ne? Ganz blass ist er geworden und wiegt ja auch fast gar nichts mehr. Ne? Nee, komm mal mit, Junge. Wir gehen erstmal was Anständiges essen. Tiramisu von Zott, das schmeckt so italienisch flott.